Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es kam ein Hotfix raus für den Schlachthof von Zier. Für alle, die sich gewundert haben, dass ihr kein Update runterladen musstet. Das war ein Hotfix, der über den Server lief. Das heißt, wir mussten nicht extra noch irgendwas runterladen, sondern das wurde einfach auch am Server gefixt. Und dieser Hotfix, der hat einige Sachen mit reingebracht, die extrem gut sind. Also, ich war ein bisschen frustriert. Ah, frustriert ist das falsche Wort, aber ich war ein bisschen traurig, dass es jetzt von 1 bis 9 leichter geworden ist, weil ich fand eigentlich den Schwierigkeitsgrad ganz okay, aber ich konnte verstehen, dass es gerade für Leute, die so gerade Level 90er Nightmare Dungeon schaffen, etwas schwierig sein könnte, Stufe 1 und dann auch ein bisschen höher zu kommen, um die Glyphen zu leveln. Deswegen jetzt, Stufe 1 bis 9 wurde wirklich sehr viel einfacher gemacht. Stufe 1 repräsentiert jetzt quasi Nightmare Dungeon Stufe 90 und Stufe 9 Nightmare Dungeon Stufe 99 und erst ab 10 wird es dann wieder richtig hart. Ich habe heute im Stream eine 10er gemacht und die 10 ist genauso hart, wie es vorher auch war. Das Einzige, was durchweg von 1 bis 25 sich geändert hat, ist, dass die Gegner 20% weniger Schaden machen, ungefähr. Aber 1 bis 9 ist jetzt wirklich easy machbar. Ich bin jetzt die ganze Zeit auf 9 unterwegs. Da würde ich gleich auch gerne einmal reingehen mit euch. 9 ist mein neuer Sweet Spot. Ich hatte es ja vor 2 Tagen erzählt, da war mein Sweet Spot bei Nummer 7. Jetzt ist es bei 9, das heißt also genau das Siegel, bevor es wirklich schwer wird, weil wenn ihr 9 und 10 miteinander vergleicht, ist es wirklich wie, als wären es zwei verschiedene Welten. 10 ist da nochmal ein richtig krasser Sprung. Und während ich jetzt hier einmal 9 durchlaufe, sage ich euch, was noch im Hotfix neu dazugekommen ist. Und zwar wurde auch die Glyphenerfahrung abgeändert. Das heißt, durchweg alle Siegel vom Schlachthaus von Zier geben jetzt mehr Glyphenerfahrung. Schlachthaus Stufe 1 gibt immer noch 1000, aber jede Schlachthofstufe danach gibt mehr Glyphenerfahrung. Vielleicht kann ich euch währenddessen hier einmal ein Tableau einblenden, wie es vorher war und wie es jetzt ist. Weil zum Vergleich mal vorher mein Siegel 7, mein Sweet Spot, wo ich vorher gelaufen bin, habe ich 2500 Glyphenerfahrung bekommen. Ich wollte schon Siegelpulver sagen. Glyphenerfahrung bekommen. Da kriegt man jetzt 5300, also sogar mehr als verdoppelt. Das hatte ich mir auch gewünscht, dass die Sachen sich mal mindestens verdoppeln müssen. Und jetzt hier Stufe 9 zum Beispiel gab vorher 3000 irgendwas und gibt jetzt 9100, also auch nochmal eine richtig krasse Erhöhung, sogar mehr als eine Verdopplung. Und wenn man sich da mal die Siegel anguckt auf Stufe 15, 20 und vor allen Dingen 25, da hat sich die Glyphenerfahrung extrem erhöht. Wenn wir uns mal 25 angucken, finde ich extrem krass. Vorher gab es dort 17, 18.000, da gibt es jetzt 118.000 Siegel Glyphenerfahrung. Was sich außerdem geändert hat, das glaube ich, es könnte auch ein falsches Gefühl sein, da würde mich mal eure Meinung zu interessieren, ist die Menge an Schreinen. Also, es war schon vorher so, dass schon hier und da ein Schrein war, aber ich habe das Gefühl, und vielleicht trügt mich mein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass die Schreinmenge insgesamt auch mehr geworden ist. Das hatte ich auch im Stream angesprochen und da wurde das Gefühl auf jeden Fall auch gezeigt. Sagt mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Schreinmenge, also diese Schreine, die euch einen Buff geben, sich vermehrt haben? Weil für mich fühlt sich auf jeden Fall so an. Und dann noch eine Änderung bezüglich der Blattsieger, der drei Gegner, die am Ende kommen. Die haben jetzt einige Affixe entfernt bekommen. Finde ich ganz gut, vor allen Dingen die Kuppel, die um die herum war, war gerade für den Ball Lightning sehr, sehr schwierig. Die wurde entfernt und finde ich jetzt, ich finde auch die Bloodseeker sind jetzt ein bisschen besser gebalanced. Vorher hat sich wirklich so angefühlt, als wären die Bloodseeker nochmal 3 Stufen stärker als der Rest des Dungeons. Und ja, jetzt geht das eigentlich echt ganz gut und hat ungefähr die gleiche Stärke wie das Dungeon auch, wie normale Elite-Gegner. Ich habe die Tränen aus Blutglyphe jetzt gerade auf Stufe 17 und auf Stufe 18 kostet die 78.000 Erfahrung. Und ihr seht, eine Stufe 9 Dungeon gibt 9.100. Bedeutet also, ungefähr 9 Mal muss ich dieses Dungeon hier abschließen, um ein Level der Tränen aus Blut
zu bekommen. Außerdem ein ganz witziger Sidefact: Wenn ihr einen Dungeon Stufe 4 macht, könnt ihr eine normale Glyphe von 1 auf 21 machen. Und ich habe einfach mal, weil ich sehen wollte, wie das ist, weil ich es noch nie hatte, hier alle Glyphen auf 21 gemacht. 3 Stück fehlen mir noch. Und ich glaube, ich werde einfach auch fürs Meme auch die blauen auf 21 machen, damit ich mal einen Charakter habe, der einfach mal alle Glyphen auf 21 hat. Hauen das jetzt hier rein. Und ja, das waren die Änderungen vom Hotfix im Detail. Am Dienstag kommt ja Midwinterpest das Event raus. Ein Event, das dann auch wirklich jeder spielen kann. Sowohl die Casuals oder Leute, die gerade mit dem Spiel anfangen, als auch die Veteranen wie ich. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, auf jeden Fall mal voll auf den Kanal da lassen. Da werde ich bestimmt einiges zu erzählen haben. Da müsst ihr auch nichts vorbereiten. Das könnt ihr vom Start weg spielen. Es wird in Kyovashard stattfinden, also im zersplitterten Gipfel. Könnt ihr also auch, wenn ihr das Spiel jetzt gerade neu gekauft habt, direkt im ersten Akt spielen auf Stufe 1. Und was auch oft gefragt wurde, ist, ob man alle Sachen, die man aus dem Battle Pass bekommt, also alle Sachen, die man dort freischalten kann, mit einem Charakter freischalten kann, ob man das mit mehreren Charakter machen muss. Und da könnt ihr euch beruhigt sein. Ihr könnt mit einem Charakter das Event spielen und werdet alle Skins und alles freischalten können. Da müsst ihr jetzt nicht extra noch verschiedene Klassen starten. Und das war's für dieses Video. Wie gesagt, ich würde mich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu den Schreien und unten in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren, ob ihr da auch das Gefühl habt, dass die Schreienmenge sich da ein bisschen erhöht hat. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.